Bei uns gibt es jetzt Spaghetti, Carbonara. Und ich glaube, Carbonara ist eines der schnellsten Pasta-Rezepte, die man zu Hause selber machen kann. Total lecker. Wie sieht das bei euch aus? Was macht ihr in eure Carbonara? Ich mache jetzt die ganz klassische Variante, aber ich weiß, dass die deutsche Variante mit Sahne und mit gekochtem Schinken auch super lecker schmeckt. Ich bin mal gespannt, wie ihr die macht. Schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich mache meine Carbonara jetzt für zwei Personen und brauche da gar nicht viele Zutaten. Ich brauche natürlich Spaghetti und ich habe jetzt hier die flachen Spaghetti. Ihr könnt aber auch gerne die runden nehmen. Das ist ja immer Geschmackssache und davon nehme ich so ungefähr 250 Gramm. Man sagt immer, man braucht ein bis zwei Eigelbe pro Person und deswegen nehme ich drei Eier. Ich brauche Speck und ich habe hier ganz normalen Speck. Eigentlich wird eine Carbonara mit einem Original Speck gemacht aus Italien. Den bekommt man aber nicht immer sofort, wenn man eine Carbonara machen möchte. Und der schmeckt genauso gut mit ganz normalem Speck. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ist fertig geschnittenen Speck zu nehmen, weil die Scheiben oder die Stückchen einfach zu dünn sind, wenn man die ausbrät. Da bleibt immer nicht so viel über und da soll ja richtig Speck rein. Dann brauche ich noch Parmesan, ein bisschen Öl zum Anbraten für den Speck und ich brauche Petersilie. Die kommt auch noch mit da rein. Und meine Nudeln, die brauchen nach Packungsanleitung 14 Minuten jetzt in meinem Nudelwasser. Das habe ich schon aufgesetzt. Da kommt gleich noch richtig schön Salz rein. Und das heißt, ich habe 14 Minuten Zeit, meinen Speck klein zu schneiden, meinen Parmesan zu reiben, meine Eier zu trennen, weil davon brauche ich ja nur das Eigelb. Und jetzt kann ich schon meinen Speck in nicht zu dünne Streifen schneiden. Wie viel Speck ihr nehmt, das müsst ihr selber entscheiden. Das kann man ja so nicht sagen, wie viel Gramm. Also immer so viel, wie ihr gerne möchtet. Mein Speck habe ich ja jetzt klein geschnitten. Jetzt gebe ich mir ein bisschen Öl in die Pfanne und lasse den Speck ganz in Ruhe auf mittlerer Stufe richtig schön knusprig ausbraten. Der Speck ist in der Pfanne, die Nudeln sind im Topf und jetzt kann ich schon als nächstes meine Eier trennen, weil ich ja nur das Eigelb brauche und hack mir dann noch eine Handvoll Petersilie. Und jetzt kann ich schon Parmesan zu den Eigelben rühren und nicht so viel. Ein bisschen muss da nur rein. Die Masse muss noch schön flüssig sein. Wenn ihr zu viel da reinmacht, dann werden die Eigelbe viel zu dick. Die Spaghetti sind fertig, der Speck ist knusprig. Ich habe den Herd schon ausgemacht und kann jetzt meine Spaghetti direkt aus dem Topf schön nass zu dem Speck geben. Mal da rausbekommen. So. Und schiebe mir jetzt erstmal den Topf wieder zur Seite, schwenkt mir das einmal um. Das sieht schon richtig gut aus. Das ist so toll im Wok. So Gerichte müsst ihr immer im Wok machen, da könnt ihr nämlich richtig schön rumschwenken. Und jetzt kommen meine Eigelbe mit ein bisschen Parmesan dazu. So, und dann wird direkt wieder geschwenkt. Petersilie. Ihr dürft dann noch mal umschwenken. Das ist ein Schwenkgericht. Und dazu kommt jetzt ein bisschen von dem Nudelwasser, damit man noch so richtig schön cremige Soße bekommt. So. Und dann wird noch mal richtig schön umgerührt. Und schaut euch das an. Sieht das gut aus? Und natürlich reicht man noch Parmesan am Tisch oder macht das direkt aufs Gericht, so wie man gerne möchte. Ich richte das jetzt für meinen Mann und für mich hier auf einem Teller an. Und dann nimmt sich jeder so viel, wie er gerne möchte. Hättet ihr da jetzt Lust drauf? Die eine Nudel möchte nicht. Die lasse ich jetzt hier drin. Hier drüber kommt natürlich jetzt
noch Pfeffer, und zwar frisch gemahlenen Pfeffer. Der gehört hier einfach drüber. Überall so ein bisschen. Und noch Parmesan. Den könnt ihr jetzt an den Tisch stellen. Ihr könnt das direkt auf das Gericht machen. Ich hoffe, das Gericht gefällt euch und schmeckt euch. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr eure Carbonara macht. Da bin ich mal gespannt. Wir wollen jetzt essen, damit das nicht kalt wird. Bis dahin, eure Bea. Parmesan geht auch, ne?